So, ist ja dann auch quasi die fünfte Folge, ne? Also komm, ein bisschen was haben wir heute auf jeden Fall gemacht. Da kann man sich nicht beschweren. Ja, ich bin einfach nur müde. Same. Naja, müde nicht unbedingt, aber einfach irgendwie habe ich seit 8 Stunden oder länger einfach nur Kopfhörer auf dem Kopf. Quasi. Und sitze hier vor. Nicht so abwechslungsreich, um ehrlich zu sein. Gut, dass wir Valley spielen, müssen wir wahrscheinlich nie schwimmen. Ah. Kein Problem, kann mir vorstellen, dass es für Leute, die nicht stark politisch interessiert sind, anstrengend ist. Ja, vor allen Dingen jetzt, nachdem ich mit jemand so. Ja. Nachdem man es einfach so durchexerziert hat. Auch eine Taschenlampe. Ende auf jeden Fall. Ich interagiere erstmal mit dem Ding da, ne, bevor der nicht mehr geht. Ach so, das ist ein Generator, ne? Here we go. End of the line. Was? Juice. So, lesen. Der Zustand des gefreiten Alice hat sich verschlechtert. Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht war die Amputation zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte. Und das Infektionsprotokoll. Wir haben bei Officer Caulfield getan, was notwendig war. Wem mache ich eigentlich was vor? Wir haben Larry ermordet. Alice hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter. Seine Schreie gehen mir nicht aus dem Kopf. Regan, bitte! Ich habe immer noch Zeit. Tu das nicht! Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Tut mir leid, Alice. Rick. Okay. Empty. Maybe I can find some. Ich habe einfach gearbeitet und mein Kopf macht nicht mehr mit. Bin froh, dass ich morgen wieder Schule habe. Du bist froh, dass du Schule hast? Okay. Na, okay. Na, okay. Bald auch wieder. Drück Dreieck. Wahrscheinlich geht das erst mit dem Strom, ne? Oh. Hey. Meine Güte! Das ist voll schwer gegen die anzukämpfen, wenn man irgendwie. So, wenn die so nah sind. Ich kann meine ganze Energie verlieren. Ist gar kein Problem. Oh Gott, es geht noch weiter. War's schon? Lol. Ist das zum Kotzen, ne? Unfassbar. Ich habe keine Lust mehr auf mein Jahrespraktikum. Uiuiui, was hast du gemacht? Easy. Weil mir das smootheste Kill war, den ich je gesehen habe. Okay. Bei einem muss es ja sein, ne? So, tschüss. Meine Güte.
find some gas. Find some gasoline. Gasoline, Vaseline. Naja, alle in der Firma hassen ihren Job, die Filmer, und ich muss die ganze Zeit die Arbeit machen, auf die keine Lust hat. Bezahlt werde ich auch nicht. Ja, geil. Eigentlich nicht mehr erlaubt, meine ich. Unbezahltes Praktikum. Daran nicht mögen. Was soll ich daran? So, Betonung. Nee, mich hatte eigentlich gerade interessiert, was das für eine Art Praktikum ist oder was du da so machen musst. Was für eine Firma ist denn das? Falls du mir das verraten willst. Ja, für mich klingt der eh mal fast alles langweilig. Von daher. kein Tank-Goodie? Doch, da. Wird eh leer sein. Drei Tage Praktikum, zwei Tage Schule. Ach, sogar so ein hier Ausbildungsgerät? Oder wie? Ja. Wo kriege ich denn jetzt fucking Fuel her? Kann ich immer am automatisch letzten Tank, den man ausbeutet. Das mal schön ranziehen. IT ist eine Filterfirma, die dir eh nichts sagen wird. Fachhochschule. Achso, ja. Dann halt das. Wird das nicht bezahlt? Come on. Oh. Cool. Don't touch electric water. Got it. Scheiße, komme ich jetzt überhaupt noch auf der anderen Seite? Na hier. Okay, da hinten tut's doch noch weh. Das wusste ich jetzt nicht. Was ein Scheiß, ich will doch zurück. Naja. Vielleicht passiert das irgendwann nochmal. Und so doof, ne? Kann man da nicht runterballern? Nein. Da habe ich jetzt eine Kugel verschwendet. Ich bekomme dafür noch 12 in die Fachhochschulreife, wenn ich die Abschlussprüfung bestehe. Das ist die Bezahlung. Mhm. Ja, da war tatsächlich auch schon nach der 12. Abitur. War ja, glaube ich, wenn ich mich, ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich war ja der letzte Jahrgang, der 12 Jahre Abi hatte, ne? Easy. Easy. Keep looking straight. Ah. Oh, ich bin runtergefallen. Aber jetzt alles? Nee. Oh. Der Sprung war ein bisschen unnötig, aber hey.
Aha. Was mir das bringt, weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, das ist später mein Problem. Bestimmt. Sieht so aus. Pass mal auf. So aus, wenn man da so rüberklettern kann. Aber irgendwie nicht. So, da hinten sollte ich auch eigentlich hin, ne? In Rheinland-Pfalz, das als einzige Bundesland in Deutschland, gibt es kein G8 oder wie die kürzere Version des Abis heißt, ja genau, G8. Es gibt nur das Standard-Abi nach 13 Jahren, die fachgebundene Hochschulreife nach 13 Jahren ohne zweite Fremdsprache und die Fachhochschulreife nach der 12. plus halbe, plus Jahres, Halbjahrespraktika. Okay. Ich meine halt, dass das in Niedersachsen zumindest da auch wieder geändert wurde. Dass da jetzt auch wieder 13 Jahre sind. Aber, es war ja nicht mein Schuljahr, von daher hat es mir eigentlich auch nicht gejuckt. So, wie ist denn das jetzt hier? Muss ich. Ah. Oh? Wofür der Wagen ist, weiß ich jetzt immer noch nicht. Komm aber auf jeden Fall weiter jetzt. Oh, oder das stürzt jetzt ein, wenn ich da. Yep. Ja, aber keine Hauptschulen mehr. Keine Ahnung, wie es in anderen Bundesländern aussieht. Ja, das war bei uns auch. Zumindest Haupt- und Realschule wurden ja mit Oberschule, genau, zusammengeführt. Damit sich die Dummen nicht mehr so dumm fühlen müssen. Hoho, war böse. So. Hehehe. Ausgetrickst. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Nee, System erkannt, Gefahr gebannt. Gefahr erkannt, System gebannt? Ach, keine Ahnung. Pff. System erkannt, Gefahr gebannt macht am meisten Sinn. Schaffe ich das? Woo! Das nehme ich als ein Ja. So, tschüss. Realschule Plus, was? Ja, I hear you. Eieiei, ich will alles voll hier, wa? Ekelhaft. Ekelhaft. Und ich werde das nicht überleben, ich bin mir schon fast sicher. Aber wir müssen es probieren. Hat sich sogar gereimt, aber war komplett unmelodisch, aber ist auch egal. Mit Ellie geht das viel besser mit dem Stealth. Da muss er halt nicht jedes Mal ein neues Messer herstellen. So ein Blödsinn, ey. So. War's das? Ich glaub schon. Ja. Ich finde halt super, dass man da den Controller ein bisschen klopfen muss.
Mach es aber genauso, wie es auf dem Bild gezeigt wird. Ich lege echt immer meine Handfläche aus und klopfe dann darauf mit dem einen Pimmel. Joel musste Dreieck hämmern. Sie muss noch halten. Tja. Here we are again. Here we go again. Hier ganz. Oder bin ich hier ursprünglich reingegangen? Weiß ich nicht mehr. Ja, bin ich. Okay. Weiß zwar nicht mehr genau warum, aber macht ja nichts. Hast du mich gesehen? Nee. Nicht gut. Schon so dezent das Gefühl, dass sie einfach viel besser darin ist, sich gegen die Zombie-Horden oder gegen die Klicker zu wehren als Joel. Vielleicht auch einfach, weil ich jetzt besser geworden bin. Oh, sie juckt eigentlich mein Gesicht. Die ganze Bildschirmbräune, die ich abkriege. Ich kann den ganzen Tag hinterherlaufen, ist gar kein Problem. Ihr habt Zeit. Was war das denn? Ich konnte nicht Dreieck drücken und dann macht er einfach so einen Insta-Turn. Was ist das denn? Oh. Yeah, geh mir nicht auf. Fängst wieder an, mir auf den Sack zu gehen, ne? Spiel, ne? Ich wollte nur mal loswerden. Was schneller, du Fickgesicht. Okay, bei dir geht das leider nicht, weil du irgendwie dumm bist und es irgendwann irgendwie immer merkst, was ich nicht verstehe. Okay, du bist weg. Oh. So zum Strom wieder erstellen bin ich da hingegangen, ne? Oh, fuck yeah. Da bin ich runtergesprungen und dann kam der Turn, ne? Dann bin ich da. Ah, verstehe. Ich verstehe. Helikoptereltern. So. Kam ja gar keine Meldung von wegen zum Anhören. Nee. Out before turning back around.
Geh ein paar Takte schneller, bitte. Dankeschön. Hat er nicht nur gerade irgendwie 3 Minuten gedauert, gefühlt? Wir hättest doch eben bis zum nächsten Kontrollpunkt spielen, aber dann war's das. Oh, wir sind ja schon am Heli. Ja, gut, dann können wir das auch mal eben untersuchen. Wird ja auch wahrscheinlich der nächste Kontrollpunkt sein. Eieiei, hier würde ich mich aber nicht rauftrauen. Oh, fuck. Okay, be cool. Here we go. Just a little hop. Cool. Wait, okay. Won't the soldiers spot the mall being all lit up? Nah, the exterior lights don't work. How do you know? This Firefly, Melanie, told me all about it. Gut, dann würde ich sagen, hier endet es. Ah, meine Güte. Meine Güte. Oh. Gut, dann beende ich jetzt, wie gesagt, hier auch den Stream. Es ist jetzt, wie spät ist es denn schon? Ja, schon 9:30. Also von daher eigentlich ganz gut, dass ich jetzt hier beende, denke ich, ja. Nächste Woche, Mittwoch, geht's dann, ja, sollte eigentlich weitergehen, denke ich. Mir fehlt, glaube ich, nichts im Wege. Dann werden wir wahrscheinlich auch schon das DLC durchspielen. Ich weiß nicht genau, wie lange es geht, aber ich glaube nicht sehr lange. Und, jo, dann war's das mit Last of Us. Naja, aber nur nicht zu früh weinen oder so.